So, willkommen zu Kampfstocktechnik Teil 4 und dieses Mal zeige ich euch, wie ihr den Stock über den Kopf einmal drehen könnt. Zack. So, das sieht schwerer aus als es ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Und wie das funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro. So, wir beginnen jetzt den Stock in der Mitte festzuhalten und dann könnt ihr anfangen, indem ihr hier mit dem Arm hochgeht, so weit, bis es nicht mehr geht. Hier ist der Daumen in meinem Weg. Achtet darauf, dass ihr nicht umgreift. Lasst den Daumen am besten auf der anderen Seite an der Hand. So, dann gehen wir so nach oben und ab hier lassen wir auch los. Nicht mit voller Power, sondern wir greifen mit der anderen Hand hier hoch, sehr dicht an der anderen und übergreifen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr ja erstmal hier hochgehen, die andere Hand drunter packen und dann erstmal ganz leicht anstupsen und euch erstmal so das Gefühl holen, in der Mitte zu sein vom Stock und ja, damit euch halt nichts passiert. Wenn er runterfällt, würde das so aussehen. Macht einfach zu, damit ihr von dem Stock nicht getroffen werdet. Das heißt, wenn ihr ihn oben verliert, geht einfach runter und schützt euren Kopf damit. Jetzt gibt es einen kleinen Trick. Ihr könnt jetzt hier hochgehen und so weit, bis es nicht mehr geht. Ne? Und dann könnt ihr mit der anderen Hand hingreifen und nochmal so einen kleinen Kick, so einen Schwung geben. Zack. Da habt ihr ein bisschen mehr Speed drauf. Habt ihr gemerkt? Ich habe einmal kurz zugegriffen und habe ihm nochmal Schwung gegeben. Das sind so die kleinen Techniken, die man dann anwenden kann, damit der Stock dann nachher noch schneller sich dreht. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr den Stock sehr oft hier oben drehen und immer mehr Geschwindigkeit aufbauen, indem ihr hier nach hinten geht. Zack. Ihr habt ja immer einen gewissen Schwung und den könnt ihr irgendwann komplett ausnutzen und immer weiter zugreifen. Und einfach nehmen. Achtet allerdings auf euren Kopf und macht ansonsten so, wenn ihr euch unsicher seid, wo gerade der Stock ist. Viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht was Sinnvolles. Und damit ein Schritt, hopp! Zack! Das war knapp. So. Zack, nach oben. Das war knapp. So, willkommen zur vierten Folge und dieses Mal geht der Stock über den Kopf. Ach ja, passt bloß auf, wenn ihr trainiert.